Servus Kameraden, willkommen zurück zu WoT Frontlines. Ich bin Keule, wir sind als Replay unterwegs mit meinem ELC EW90 auf dem großen Schlachtfeld. 10 gegen 10 pro Seite, pro Abteilung. Macht insgesamt 30 gegen 30, wenn man von drei verschiedenen Feldern ausgeht. Ich habe hier gleich von Anfang an angepinkt, dass ich da auf die linke Seite rüberfahre. Waren natürlich nicht alle einverstanden, aber das war mir wurscht. Ich habe es eben trotzdem durchgezogen und bin danach oben gedüst. Ich nutze für die erste oder für den ersten Spawn in der Regel immer ein Light. Manchmal auch ein Medium, aber meistens ist es ein Light. Denn der hat hier unten drei wunderschöne Felder, wo man ein paar Sachen eintragen kann. Und wenn man lang genug am Leben bleibt, und das bleibt man mit dem BLC eben 90 in der Regel nämlich schon, dann kann man die auch irgendwie an den Mann bringen. So, da haben wir schon die ersten Fahrzeuge aufgemacht. Hier ist mal extrem kritisch. Man kann von der vom Carnival AX geschossen werden. Auf der linken Seite lauert. Das ist unsere gefährliche Seite. Kann man nur hoffen, dass genügend Fahrzeuge dabei sind, die dann auf den Carnivoren in dem Fall schießen. So, immer wieder Fahrzeuge aufmachen, das ist A und O. Man macht mit dem ELC mit dem Schaden allein eigentlich zu wenig an Credits, deswegen ist grundsätzlich zu empfehlen, Scout-Schaden macht am meisten Sinn. Noch dazu ist er recht schnell und wendig. Und da lohnt sich das dann am Ende fast immer. So, haben wir ein Fahrzeug aufgeholfen. Der Italiener hat er sich auf die Seite gelegt. Wenn er auf der Seite liegt, ist kein Problem. Da kriegt man den wieder gerade. Allerdings, wenn wir sehen, dass er auf dem Dach liegt, dann hat sich das recht schnell erledigt. Was haben wir denn da? Ach ja, Müllis. Kriegen wir natürlich keinen Schuss drauf. Aber wir weichen dem Patriot aus. Bei seiner Schießerei. Haben aktuell, wie gesagt, noch keinen Schaden gemacht. 698 Schaden haben wir gescoutet. Und wir haben es jetzt versucht, hier noch weiter durchzuknüpfen. Bitte seht es mir nach, wenn ich mich hier nicht so aktiv beteilige, wie ihr das gerne hättet. Oder wie es am meisten Sinn machen würde. Ich habe die erstmal auf Scout verlegt. Bis ich dann gemerkt habe, dass auf meine Ziele nicht geschossen wird. Da wurde es dann für mich Zeit, hier ein bisschen nach unten zu stoßen. Und was gegen die gegnerischen Scouts zu machen. Da haben wir zum Beispiel eine ELC EW90. Ist eine Querfahrt. Deswegen habe ich gewartet, bis ich nah genug ran bin. Denn die Kanone vom ELC EW90 eher mittelmäßig. Ist noch was den Durchschlag angeht, was die Einzelzeitgenauigkeit und so weiter angeht. Im Großen und Ganzen ist die Kanone eher zum Erschrecken, nicht zum Zerstören. Und was bei einer Kiste so geil ist, ist, dass die Größe für die meisten einfach mal untreffbar ist. Das ist wirklich einer der kleinsten Panzer im Spiel. Ich glaube nicht, dass es noch einen kleineren gibt. Also auf Stufe 8 ganz sicher gibt es keinen kleineren Panzer als den da. Und ich weiß bis heute nicht, wie man da drei Franzosen reinbekommen hat. Und dann noch die Munition. Also irgendwas kann da nicht passen. So, wir haben hier einmal Reserve und Beflügel mitgenommen. Das ist nicht unbedingt Standard. Wenn man aufs Cappen aus ist mit einem leichten Panzer, dann macht es am meisten Sinn, dass man nicht Reserve und Beflügel nimmt, sondern Pionier mit dabei hat. Dann geht das Ganze am schnellsten. Ganz
Scout mitnehmen macht natürlich am meisten Sinn, wenn man als Scout unterwegs ist. Also auf 8 habe ich den Scout, auf 7 habe ich die Artillerie und auf 9 habe ich die Flügel. Aber gab es dann die Beförderung zum Sergeant? Hier haben wir einen Carabon. Ketten, Schaden gemacht und Kette gezogen. Ich müsste eigentlich beim Einziehen ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber mache ich nicht. Oder überhaupt zielen, nicht dieses automatische Zielen anmachen. Aber nö, ich lasse mir da nichts vorschreiben. Fahrzeug reparieren. Und dann gehen wir in T-44 oder den Löwe jagen. Das gefällt der Mietskatze. Einer der Panzer mit eher schlechteren DPM. Deswegen bitte gut überlegen, ob man das machen möchte. Macht nämlich nicht immer Sinn, den mitzunehmen. Wenn es nur um Verteidigen geht und der, sagen wir mal, sich nicht viel bewegen muss, dann ist okay. Dann kann man den einsetzen, aber hier, wo es wirklich auf Beweglichkeit ankommt, sind die meisten schweren Panzer einfach mal überflüssig. Und da gehört auch der Löwe dazu. Wenn er ein bisschen mobiler ist oder eine bessere Kanone hat oder zumindest eine gut gepanzerte Wanne, dann ist auch ein Defender mal hier und da ganz angebracht, aber ansonsten einen Löwen würde ich hier nicht mitnehmen. Das einzige Geile am Löwen ist wahrscheinlich, dass er ein Premium-Fahrzeug ist und dementsprechend Credits macht, wenn er was trifft. Aber da gibt es deutlich bessere Panzer. Was ist der Sinn? So. Einmal Artillerie ist fertig. So, wir suchen uns jetzt einen Unterschlupf, wo wir in Ruhe die Artillerie einsetzen können. Da hinten haben wir die Arti, die gegnerische Arti. Hat schon einen Luftschlag. Da hauen wir den lieber da drüben beim Zenturion 5-1 rein. So, was ist der KV-4? KV-4, beim KV-4. Kelle zerstört. Schaden verursacht. Nochmal Kettenzerstörung. Dann haben wir hier eine T69, hier ist die gesehen. Jawohl, T69. Kriegen wir nichts davon ab, deswegen gehen wir hier gleich direkt zum Cat über. Sind aktuell bei 1371 Schaden, die wir ausgeteilt haben, 2726 Schaden, die wir gescoutet haben, haben die Inspirierung wieder aktiviert. Und jetzt wird wieder fleißig gekappt. Ganz schlechte Idee, sich hier zu dritt nebeneinander zu stellen, weil dann braucht der Gegner nur einen einzigen Artischlag, um es zumindest einmal zu nullen oder zu blocken. Da rede ich noch nicht mehr vom Raum. So. Aufklärungsflugzeuge sind unterwegs. Noch 15 Sekunden. Genau, deswegen nach Möglichkeit immer ein bisschen mehr bewegen. So, erobert. Und bevor ich hier weiter drücke auf der D, wo
denke ich mal, dagegen, dass ich jetzt eher sammeln würde. Habe ich mir überlegt, ob es nicht besser wäre, da in die Seite reinzufahren und darüber auf die E zu wechseln. Man sollte es immer ein bisschen miteinander aufwiegen. Es macht nicht immer Sinn. Auf einer Seite richtig durchzudrücken. Bin dann hier gegen EBR angetreten. Natürlich ging der erste Schuss daneben. Der zweite ebenfalls. Alle Dinger sind wirklich wahnsinnig schwer zu treffen. Punkt Mobilität gibt es kaum irgendwas Vergleichbares. Ich habe mich dann auch gleich um unsere Artillerie gekümmert. Und obwohl ich mit fast 70 unterwegs bin, gab es natürlich keine Möglichkeit, da hinten dran zu bleiben. Zum Glück kam da von der rechten Seite noch ein LTTB dazu. Der kommt natürlich durch. Ne? Getroffen, ja, aber er bleibt natürlich nicht stehen. Ich habe mich dann entschlossen, das Ganze abzubrechen, und soll sich der LTTB mit dem Rumschlag schnell genug, müsste er eigentlich sein. AP hat er ebenfalls genug. Deswegen hat es für mich hier keine Rolle mehr gespielt. Und ich habe ihn dann mehr oder weniger ziehen lassen und hier zum Reparieren eingetroffen. Und dann geht es weiter in Richtung E, so viel ich weiß. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt war ich ein Leutnant. Und immer noch im ersten Fahrzeug unterwegs. 2726 Aufklärungsschaden und 1371 Schaden, den wir selber ausgeteilt haben. Macht wahnsinnig Spaß, wenn man so ein schnelles Fahrzeug hat und dann hier dem Gegner ab und zu mal in den Rücken fallen kann. Am besten ist immer, wenn man hinten ein oder zwei Artis hat. Ja, das ist möglich. Wenn man die Seite wechselt, kann man auch drei Artis auf einer Seite zusammenziehen. Das ist überhaupt kein Problem. So, Aufklärer. Den haben wir dann hierher gesetzt. Wichtig ist halt, dass man den aufgeklärten Schaden, egal ob man selber aufklärt oder das Flugzeug schickt, dass er auch beschossen wird. Und genau das war hier der Fall. Überall kein richtiges Ziel getroffen oder kein richtiges Ziel gefunden. Stattdessen habe ich mich dann an dem 50 TP Prototyp rangewagt und habe ihm da die Artillerie direkt aufs Dach geschickt. Dann haben wir hier noch einen 110er. Noch einer, das wissen will. Inspiration aktiviert. Und weil wir schon dabei sind, Treffer Nummer 1, Treffer Nummer 2. Dort habe ich mir dann einschenken lassen von 50 TP Prototyp. Ich war aber nicht allein, deswegen bin ich hier recht forsch raus. Und habe ihn hinten umrundet. Habe ihn eine mitgegeben. Bin Captain geworden und habe mich dann verabschiedet. Über die Seite. Soll sich ein anderer um den kümmern. Und wir gehen hier die Leute motivieren. Inspirieren. Also, wenn ihr den habt, Leute, versucht so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Unten die drei speziellen Felder auszunutzen. Dann bin ich heute müde. Und dann sind wir hier hochgefahren, genau, und hab dann im rückwärtigen Bereich einmal durch den Turm kurz angeklopft. Treffer Nummer 1 und Treffer Nummer 2.
So, rein zum Campen. Kleiner Tipp, hinter das Haus stellen macht nur dann Sinn, wenn ihr damit rechnet, dass ihr oben auf dem Punkt, da oben, der Gegner kommt. Wenn er nicht kommt, dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiter reinstellen. Ein bisschen weiter nach hinten, da wo jetzt der Heavy steht. Würde dann mehr Sinn machen. Die Nähe von der linken Seite. Aber nur Strich, auch der chancenlos ins Haus zu nehmen. Und wir sind immer noch Captain, haben den nächsten Stadt, den nächsten Punkt eingekappt oder eingenommen. Und es wird bereits auf die ersten Ziele Angriff genommen. Ist nicht unbedingt mein Ding. Also auch wenn es mir dazugehört, bin ich an den Zielen, sagen wir mal, nicht so interessiert als Light. Da geht es mir wirklich darum, zu scouten und das Team zu unterstützen. Und die Ziele, die sollen bitte die schwereren Panzer in Angriff nehmen. Ich habe da recht wenig zu suchen. So, nächster Scout. Da drüben beim FV und bei der Zoo, wo ich vermutet hatte, beziehungsweise wo sie das letzte Mal waren. Treffer. Noch ein Treffer. Gehen wir durch. Hier kam noch der Artillerieschlag, beziehungsweise Bombenhagel, der mir kurz die Kette gestohlen hat. Und da war es halt irgendwann doch Zeit, hinzufahren zum Repairpunkt, um mich ein bisschen frisch zu machen für die finale Schlacht um die Geschütztürme. Also ich kann Wargaming nur empfehlen, diesen Modus als Dauermodus zu bringen. Auch mindestens eine zweite, besser wäre eine dritte Karte dazu zu nehmen. Macht auf jeden Fall Sinn. Und würde mir sicher dem einen oder anderen noch gefallen. Ein Nachteil wäre dann halt, dass die 10er im 357 Matchmaking kaum noch 8 ins Gesicht bekommen. Das wird dann wahrscheinlich immer auf 5-10 auslaufen. Man nur auf 9er trifft. Auf jeden Fall ist Frontlines eine sehr geile Möglichkeit, Knete zu machen und auch ein bisschen Spielspaß zu haben und die Fahrzeuge nach vorne zu bringen. Und das ist in der Regel das Problem. Wenn man ständig in Achtergefechten landet, wie soll man da in Ruhe seine Fahrzeuge auf Stufe 9 bringen? Das ist meistens nicht möglich. So, hier oben haben wir einen Löwen. Hier unten auch irgendwas. Hallo. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Und der nächste ist der Löwe, der hier eigentlich hätte schießen können, aber im Rückwärtsgang war, deswegen nicht auf die Idee kam oder nicht dazu kam, hier auf mich zu schießen. Bis dahin war ich dann schon Major. 3725 Schaden selber gemacht. 4175 aufgeklärt. Mal rausfahren. Kommt nicht durch die Deckung. Hab mir hier noch einen eingefangen von der Su 130. 605 Schaden. Da halte ich keine zwei Schüsse aus. Einem ist Schluss. Und war Glück, dass ich mich da hier noch ein bisschen zurückziehen konnte. 3.942 Schaden insgesamt bisher und 4.780 Schaden haben wir aufgeklärt. Blockschaden mit dem Fahrzeug zum Vergessen. Nicht unbedingt mit dem. Es gibt den LP-432, wo man auch auf Blockschaden kommen könnte. Denn der ist wirklich fantastisch angewinkelt. Dementsprechend fürs Bouncen eher geeignet als dieses Wellblechgerät. Der Gegner nimmt hier freien
fleißig die Fahrzeuge von uns auseinander. Achtet nicht auf mich und ich kann mich deswegen mehr oder weniger auf den Gegner selber konzentrieren. Wie gesagt, die Ziele greife ich immer nur sehr, sehr selten an. Und dann, wenn gerade kein Gegner in der Nähe ist, macht das Sinn. Ansonsten eher nicht. So, Luftschlag ist bereit. Wird auf den T32 angewendet. Da habe ich einen Schuss verschwendet, aber das passiert mir, glaube ich, öfter. 214 Schaden am Geschütz. Und dann insgesamt 453 Schaden am Geschütz. Sind wir bei 4625 Schaden insgesamt und knapp 5000 Schaden aufgeklärt. So schnell kann es gehen. Um die 20 Minuten und 30 Sekunden habe ich, glaube ich, gebraucht für alles. Das ist auf jeden Fall okay. 222.455 nehme ich ein. Wir haben 4 Kills gemacht und wir sind mit 206.000 am Ende ausgestiegen. Es ist halt der große Vorteil, das ist alles recht günstig. Die Munition ist günstig und man kriegt für Scouten so viel Geld. Macht auf jeden Fall Sinn. Ein bisschen Schaden über 300 Meter ist aber nicht der Rede wert. Den meisten Schaden habe ich halt unterhalb gemacht und wir sind 13,4 Kilometer gefahren. Hatte ich schon Runden, wo es mehr war, wo es fast 20 Kilometer war. Die sind dann auch bis zum Ende ausgereizt worden. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, einmal eine Runde Frontline für euch zum Anschauen. Falls es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und...